geliebtes Menschenwesen. Noch liegst du eingekuschelt in deinem Bett. Fühle, ob du noch einen Schluck trinken willst. Wenn ja, dann tu dies. Aber bevor du erst richtig wach wirst, schicken wir deine Gedanken auf eine Reise. Begib dich nun in Gedanken hinaus in die Natur. Stell dir vor, wie deine nackten Füße die Tautropfen auf einer Sommerwiese berühren. Die frische Luft tut dir wohl. Fühle, wie Sauerstoff in deine Lungen strömt. Du reckst und streckst dich dem Morgenrot entgegen. Über deine zum Himmel erhobenen Hände empfängst du ein kristallklares, strahlend helles Licht. Spüre, wie dieses wundervolle Licht von deinen Händen durch deine Arme und von da aus in deinen ganzen Körper fließt, zu deinem Kopf, deinem Hals, deinen Schultern, in deinen Bauch und von da aus in deine Beine und Füße. Agil fühlst du dich nun und energiegeladen, und von ferne vernimmst du, wie eine himmlische Stimme deinen Namen ruft. Sanft klingt diese Stimme und freundlich. Du folgst ihr voller Vertrauen und gelangst zu einem kleinen Wäldchen. Wieder ruft die Stimme deinen Namen und du folgst ihr weiter zu einer kleinen Lichtung. Voller Staunen siehst du dich um. Du hörst ein Bächlein plätschern und da fließt es auch hin zu einem See, in dessen glänzender Oberfläche sich die Morgensonne spiegelt. Während du dich noch an dem Anblick des von der Sonne rötlich gefärbten Wassers labst, nimmst du wahr, wie sich das Wasser sanft, aber immer stärker zu bewegen beginnt. Es teilt sich und aus dem Wasser gleitet der Oberkörper einer Nymphe. Sie ist wunderschön, mit langen, glänzenden Haaren und lieblichen Brüsten, die von Seerosenblättern bedeckt sind. Sie lächelt dich an und unwillkürlich lächelst du zurück. Plötzlich vernimmst du ein lautes Summen. Du schaust erstaunt auf. Doch nein, Libellen sind das nicht. Voller Entzücken entdeckst du, dass hier drei kleine Feen deine Aufmerksamkeit erregen wollen. Sie wispern dir zu: Komm mit uns, folge uns. Dann fühlst du, jemand nimmt deine Hand ganz sorgsam in die seine. Es ist ein Naturwesen mit großen, runden Augen, welches dich liebevoll zu dem kleinen Weiher führt. Wieder vernimmst du die liebliche Stimme. Komm hinein, erfrische dich, reinige dich, labe dich. Es ist die Stimme der schönen Nymphe, die da zu dir spricht. Und gern folgst du ihrer Aufforderung. Weitere Naturwesen und Elfen treten nun zu dir. Sie helfen dir, dich zu entkleiden und nehmen deine Sachen in Verwahrung. Da führen glatte, marmorne Stufen hinein in den See. Einer deiner Füße testet das Wasser. Es ist von angenehmer Temperatur, nicht zu warm und nicht zu kalt, gerade richtig. Du steigst hinab und nimmst ein paar Schwimmzüge. Herrlich! Ein paar Wasserelfen lachen und bespritzen dich mit Wasser.
Die Nymphe spricht nun wieder zu dir. Nun tauche, tauche 7-mal bis zum Grunde des Sees. Es ist nicht tief, es wird dir Freude bereiten und dich reinigen. So holst du tief Luft und tauchst. 1-mal. Du tauchst auf und holst erneut tief Luft und tauchst ein 2. Mal. Brustend tauchst du wieder auf und wieder tief Luft holen. Du tauchst zum 3. Mal. Da bist du schon wieder. Und wieder holst du tief Luft und tauchst ein 4. Mal. Da bist du wieder. Hole noch 1-mal tief Luft und tauche ein 5. Mal. Und schon bist du wieder da. Wieder Luft holen, ein 6. Mal. Herauf kommst du und willst gerade wieder tauchen, da bedeutet dir die schöne Nymphe, kurz innezuhalten. Wenn du nun tauchst, wirst du auf dem Grunde des Sees ein Geschenk finden. Es ist nur für dich und wird dich an alles erinnern, was du heute gesehen und gefühlt hast. Halte es in Ehren und halte uns in Ehren. Ehre die Natur und pflege sie, dann wird sie dir stets zu Diensten sein. Noch 1-mal also holst du tief Luft und tauchst. Du tauchst mit offenen Augen. Auf dem Grunde des Sees liegt dein Geschenk. Es leuchtet, du kannst es nicht übersehen. Du nimmst es und tauchst wieder auf. Vielen Dank, schöne Seejungfrau. Gern geschehen, Menschenkind, die Nymphe lächelt. Nutze es weise und halte es an dein Herz, wann immer du meine Hilfe brauchst. Dann werde ich bei dir sein. Doch nun komm näher zu mir. Ich und meine Schwestern, wir werden dein Haar kämmen. Das Wasser teilt sich und noch 2 weitere Nymphen erscheinen. Eine der beiden zauberhaften Wesen hält einen schönen, perlmuttfarbenen Kamm in der Hand. Du schwimmst zu dem Stein, an dem die schönen Nymphen im Wasser lagern. Sie nehmen dich in ihre Arme und kämmen dein Haar. Dabei singen alle 3 einen himmlischen Reigen. Ihre Stimmen sind klar und wohltönend und der Gesang der Nymphen dringt bis zum Grunde deiner Seele. Und weiter kämmen sie dein Haar. Das ist so wohltuend. Deine Kopfhaut grippelt und du entspannst dich in einem Maße, welches dir bis dahin unbekannt war. Die Nymphen kämmen dein Haar. Sie massieren deine Kopfhaut. Und sie kämmen dein Haar so lange, bis dein Haar getrocknet ist. Die Sonne steht nun höher am Himmel. Menschenwesen, es ist nun Zeit für dich, zurückzugehen. Sieh, unsere Freunde haben deine Kleidung gewaschen und im Wind getrocknet. Du schaust auf und da,
Am Rande des Wassers erwarten dich Elfen und Feen und andere Wesen. Sie lächeln dir zu und winken. Du schwimmst an den Rand des Sees zu den marmornen Treppen und erfrischt und belebt entsteigst du dem Wasser. Die Naturwesen helfen dir, dich anzugleiten und du trittst den Rückweg an. Menschenkind, vernimmst du noch einmal die Stimme der Nymphe. Komm heute Abend wieder zu uns. Wir haben etwas Wundervolles für dich vorbereitet, ein weiteres Geschenk. Du schaust noch einmal zurück, aber da bist du schon dabei, dich zu entfernen. Und von Weitem siehst du nur noch, wie die Seejungfrauen wieder unter Wasser tauchen. Nur zwei kleine, schmetterlingsgleiche Feen sind noch an deiner Seite und begleiten dich zurück zu deinem Zuhause. Als du angekommen bist, vernimmst du ihre zarten Stimmen. Sie rufen dir zu, sei nun wieder präsent, in deinem Hier und Jetzt, und gehe mit neuem Mut, energiegeladen und gestärkt an dein Tagesgeschehen. Gesegnet sei dein Tag. Guten Morgen.